Lauf, Sprengi, der Sprengige! Er will unbedingt gucken, wie es explodiert. Boah, man. Sprengi, Sprengi. Achtung, Achtung, es geht los. Wir verteidigen bei Gatorfell als Sowjetunion. Willkommen, Genossen und Genossinnen. Hallo, General. General Ma. Hallo. Ist die Karte irgendwie kleiner als sonst? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Warte mal. Nee. Klein heißt stabil. Also die Karte kennen wir, die haben wir schon öfter gespielt. Die ist sehr cool. Und los geht's. So, jetzt suche ich erstmal unsere Minenleger. Boah, schluck auf. Wollen wir hier verteidigen? Ich finde, das bietet sich an, so an den Hügel. Wir schon mal verteidigt, ja. Ich glaube aber, dass wir uns sogar aufteilen können auf B und auf C. Wäre ich auch für. Ja, so warte, erstmal. Erstmal Minenlegen gehen. Fefero. Ich bevorzuge dann den C-Punkt. Black Eye. Attack the C-Point. Boah, ich fände. Ja, Black Eye, ich habe dir einen LKW zu viel gegeben. Oder? Cool. Ein LKW. Das ist ein LKW. Ja, du musst dem LKW den Fefero geben, einen von denen. Na gut. Ich bin her. Danke. Bitte. Wieso ist der Motor aus von dem Pionierwagen? Hab ich auch gerade gedacht, hä? Ja, irgendeiner von euch hat den wahrscheinlich in der letzten Mission ausgemacht. Nee. Nö. Lügen. Von euch. Lügen. Ich baue die ganze Brücke hier, also Brücke in Anführungszeichen, diesen Dreckweg mit Landminen zu. So. Das ist auch richtig gemein, ne? Du wartest durch den Schlamm und auf einmal macht's Klick. Sehr unangenehmes Gefühl. Ja, wo wollt ihr denn hin? Also welche Position genau meine ich jetzt? Ich habe jetzt gerade keine Zeit. Ich musste Laden übergeben. Ich werde mich irgendwo hier positionieren. Schön an die Kante, wasservoll im Blick, mit Sicht aufs Meer. Alles Fensterblick, oh. Ja, genau. Ich nehme die Minen aus B, ne? Jawohl. Ich nehme die aus E. Das war knapp. Dann nehme ich doch die Minen aus C. Ich nehme mal Sprengstoff mit und lege die bei den Minen nochmal dazu. Ich meine, das war, glaube ich, eine ganz nette Idee. Ja, dann macht's richtig bumm. Bum, 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 bum. Du, 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 du. Da hat einer seinen Lieblingssong gehört. Wenn ich das höre, kriege ich immer direkt einen Ohrwurm. Ja. Ist aber auch ein guter Song. Also ich würde den nicht jetzt gut bezeichnen, aber er ist ein guter Ohrwurm. Ja. Und er ist nicht scheiße, aber er ist jetzt kein grandioser Song, aber er ist halt gut. Weil er ist. Man kennt ihn, man kann ihn mitsingen und er macht einen fröhlich. Genau. Weil er eben irgendwie an alte Zeiten erinnert. Erinnert mich immer. Ja? An alte Zeiten. Es erinnert mich immer daran, als ich. Ich hab so ein Mädchen geküsst. Wenn dann der gesunde Menschenverstand wieder einsetzt, gibt's und man denkt, vielleicht soll ich das nicht mit der Welt teilen. Manche Dinge muss man ja nicht mitteilen, ne? Genau. Ich weiß nicht, ob ich wirklich B nehmen soll. Die ganzen Bäume nerven mich da so ein bisschen, aber ich glaube, es ist besser, wenn wir uns verteilen. Vermutlich. Hier, Fefero. Die Gerät. Die Gerät? Die Gerät. So, ich habe mir noch ein bisschen mehr Infanterie geholt. Ich werde mich an die Straße da setzen, auf jeden Fall noch. Hier nach Nord? Bei der Brücke oder wohin? Ja, ich setz mich. Also ein bisschen Infanterie kommt dann noch hin. Kann ich vielleicht so ein Flak-Auto haben? Wir müssen ja, glaube ich, zwei dabei haben. Oder dieses eine SDKFZ oder so. Gebe ich dir gleich. Das wäre super. Also ich weiß noch nicht, wo ich hingehen soll. So. So, dann legen wir doch mal hier alles voll mit Antipersonenminen. Da sollen die sich richtig dran erfreuen. So.
Ich überlege gerade, ob ich hier Panzerspinnen. Soll ich Panzerspinnen bauen? Ich mach's so, andersrum. Ich nehme alles mit, was ich habe hier. Muss alles genutzt werden. Der hat auch noch Panzer. Infanterieminen. Noch anderes Zeug, lol. Das waren schon alle Minen? Das gibt's ja nicht. Hier, Fifero. Beschützt deinen Klotz. Oh, danke. Lecker, hier Klotzes. Ist dein anderer Ingenieur. Ein anderer? Ja. Oh ja. Das sind die Ach irgendwie ja. Fixen eigentlich. Ach ja, da war ja was. Dein Fuel Truck. Die Ferus Deschka. Hier, Black Eye, den kannst du mitnehmen, die Artillerie. Die gebe ich dir auch. Mit dem Fuel Truck kannst du die abschleppen. Ja, ist gut. So, jetzt machen wir das hier eine Mine. Das lohnt sich. Sechs Minen. So, wie sieht's jetzt hier vorne an der Front aus? Machen die schon Urlaub? Ja. Immer diese Fronturlauber. Ja, ja. Schrecklich. Ich wollte jetzt gar keine Minen zwischen den Zäunen legen, aber ich glaube, den Panzern sind so ein paar Holzzäune scheißegal. Ich glaube auch. Ja, ich gehe ein bisschen links vom B. So, damit ich nicht im Wald stehe. Im Wald stehe. Der gute Wald. Im Wald steh mal. So, dann haben wir das auch. Maste! Bleib hier! Der Archie bellt ja so viel. Wowie, wowie, belli, bell. Ah, die neuen Pioniere sind natürlich praktisch. Da kann ich den Graben für den Panzer mit ausheben und so. Komm hier hin, du Blödsack. Du Blödsack. So. So. Langsam geht's ja voran. So viel zu tun, Mann. Mit jedes, so mit jeder Mission mehr. Es wird immer mehr, was wir basteln und Minen verlegen und so. Ja, ne? Es ist, ja, sehr toll. Bereichernd. Bereich. Wie reich. So, den Tiger lasse ich bei der Fahne. Die Flak kommt mit rüber. Wo ist die jetzt überhaupt? Rüber. Wo han ich das Ding? Wo ist das Ding denn? Och, leck mich an der Tesch. Leck mich an der Tesch. Da. Ich hab sie. Ja, Mensch, ey. Lorenz Maröva. Immer noch mehr Gräben. Ist so ungewohnt, einen Benzin-LKW dabei ben zu Zeng. Haben. Benzeng. Ja, Entschuldigung, Benzeng. Ob der wohl groß platzt, wenn man ihn abschießt? Benzeng, Benzeng, Benzeng. Ja, ich glaub schon. Also damals haben sie es getan, ob das noch so ist, weiß ich nicht. Na, ich hoffe doch. Hier, ich guck, dass sie hier nicht flanken. Ich mal direkt hier nur mal sicher. Aber dann fahren die einfach bestimmt am Kartenrand drumherum. Wie die KI das auch macht. Ja, ist zu befürchten. Ja, wahrscheinlich. So, jetzt habe ich noch 34 Panzerminen. Meine Güte, wo lasse ich das denn alles? Scheiße, komm schon. Aha.
Ein bisschen fluchen, dann geht das. Die müssten jetzt gleich kommen, beeilt euch. Ja, ich, sie arbeiten schon in Windeseile. Schneller geht es nicht. Die haben ja immer noch Landminen über. So, da ist einer. Ach, der Bazooka haben sie da. Benzenka, ist gut. Schießt Benzinraketen. Genau. Ich habe gehört, die Amerikaner haben im Irak, da gab es auch so viele Minenfelder. Und weil sie die totale Luftüberlegenheit haben, sind sie einfach mit einem riesengroßen Transportflugzeug rüber und haben Daisy-Cutter abgeworfen. Ja, so kann man es auch machen. Ne? Wenn man halt die Luftüberlegenheit hat, ist das ein bisschen einfacher alles. Ja. Ich weiß nicht, ob es Daisy-Cutter waren, auf jeden Fall waren es Benzinbomben. Auf mal war das krasse Problem gar nicht mehr so krass. Nee. Auch noch mal ein paar drauf. Sind die fertig da, die Jungs? Ja, die haben immer noch Panzersperren. Ich habe ja hier schon die Maginot-Linie nachgebaut. Die Maginockt. Maginockt. Reicht das noch? Ja, reicht noch. Na, hier wird erst aufgehört zu buddeln, wenn alle Sachen verbaut sind. Ach, wir haben da vorher eine Fahne mitten im T-34 mit Schürze oben. Mal gucken, wie lange der überlebt. Ja. Okay. So. Hoffentlich lange. Oh, jetzt hat die Artillerie sich gar nicht aufgefüllt, tatsächlich. Oh. Da muss ich schon noch manuell mal nachgucken. Ach, Fifiro, deine Zepper hier. Ah, danke. Die Zepper-Schnepper. Zepper. Dann verteilen wir mal die Medics. Ich irgendwas rollen. Sind die schon da? Ah, ne, ist mein. Das ist dein Sturmtiger. Die lassen sich aber heute Zeit, wa? Bisschen spät dran, die Deutschen. Kommt nicht, ich war besten so eine Party nie. Nee. Wenn die da alle ins Wasser springen, platsch, sieht immer aus. Ja, rein ins kühle Nass. Ich frag mich, ob ich mit dem Sturmtiger die Brücke sprengen kann. Warte, ich fahr grad rüber, ja? Nein, da liegen auch die ganzen Minen auf der anderen Seite. Wir haben es mal versucht zu sprengen. Also manche Brücken kannst du sprengen und manche aber nicht. Ich denke mal, das liegt daran, welches Model der Mapper platziert hat. Meistens finde ich es okay, wenn du sowieso drumherum fahren kannst, dass andere Wege noch gibt, weil sonst die KI ausflippt. Ja. Es geht los. Ja. Es geht los. Naja, ich habe den Punkt noch dazwischen, da kann ich noch weiter basteln hier. Ja, letzte Panzersperre. Oh, hier von noch ein bisschen was rein. Sehr gut, sehr gut. Dann stellen wir lieber hier hin. Nebelwerfer. Ist das nicht schön? Das ist gar nicht gut. Guck mal, der zielt schon. Das ist ein Wurframen. Bomber los! Wurframen ist halt noch viel schlimmer, weil der viel dickere Raketen hat als der. 30 cm. Das sind doch so Dinger, die an der Stuka hängen. Deswegen heißt das Ding doch Stuka zu Fuß eigentlich auch, oder nicht? Weiß ich nicht. Da bin ich kein Experte. Ah, gut, der zielt nicht auf mich. Das ist gut. Zielt Richtung Black Eye. Aber so weit fliegen die gar nicht. Nein! Der zielt, der will bestimmt zum Punkt schießen jetzt, zu dem vorderen. Aber das schafft er nicht. Genau, solche Sounds muss es machen. Bup! Bum! Ja, so, dup! Bloi! Ping! Ist auch besser, dass wir mehrere Fahnen haben, weil dann haben wir ein bisschen schneller vorbei. Oh, das ging aber ja schon gut los.
Die gute Ausführung C. Da gehen die Mörser schon nur, der will er flankieren. Er fährt brennend einfach weiter. Guck hier, er wollte flankieren, hat nicht funktioniert. Haha, oh, da hast du aber richtig dich selbst übertroffen mit der Barrikade da, wa? Rückzug. Und ab in die Minen. Boom. Guck mal, er fällt um. Boom. Geil. Rums. Tür noch zumachen, genau. Tür zu. Nein, sie sind durchgebrochen. Nein. Überall im Fallschirmjäger und so. Na gut. So, ich glaube, dann machen wir doch noch hier ein bisschen was rein. Das sind aber auch, hier sind ja noch Gräben, aber eigentlich ist es besser, wenn man... Ich habe das TNT vergessen zu platzieren, das gibt's doch nicht. Nein, nicht das TNT. Verdammt. Das immer noch machen. Also okay, es kommen ziemlich viele Panzergrenadiere. Ach guck mal, hier ist die Grille mit dem 3 cm. Oh. Da wurde, glaube ich, nur eine gebaut oder so, habe ich mal in den Kommentaren gelesen und irgendwelche geschrieben. Ja, ich meine. Doch so viele, ja? Ja. Das Rohr ist schon im Arsch. Pick up artillery signaler, okay. We have to kill him, so we don't have to run to the forums to complain about this stupid gameplay mechanic. Hä? Stand dahinter noch. Echt? Ja. Geil. Das sehe ich hier jetzt. Richtig gut, Mann. Ach ja. Ob sich da wohl jemand beschwert hat? Ja, das haben sich ziemlich viele beschwert. Merkwürdig. Aber manche sagen, es sei jetzt so unfair, dass du es gar nicht gewinnen kannst. Aber wir sind, wie man sieht, geht es auch auf schwer. Ich bin am easy and it's not unwinnable. Ja, okay. Ich weiß nicht, was die da machen, aber jetzt geht es schon. 100%ig Skill-Issue. Genau. Das Problem ist, das Spiel ist halt schon schwer zu kapieren. Besonders, du hast die Truppen in Squads und viele benutzen die halt auch nur das als das. Aber das ist halt der größte Fehler, den du dem Spiel machen kannst. Damals gab es keine Squads. In den ersten zwei, ich glaube, also Soldiers, ich glaube, bei Face of War gab es das dann das erste Mal. Aber im allerersten Spiel gab es keine Squad-Mechanik. Du musstest jeden Soldaten einzeln befehligen. Du konntest ihn ja noch nicht mal massig markieren, das ging auch nicht. Oder doch, das ging schon, aber die haben sich dann nur geknüdelt, weißt du? Das ist ja wild. Also wir haben jetzt Leute hinter uns, das ist natürlich doof. Oh ja. Ephiro, kannst du mal hier irgendwo so einen Graben hinmachen für die Offiziere? That would be nice. Very, very nice. Very, very cool. Tag, Deutschland! Natürlich jetzt echt ärgerlich, dass sie da rumgeeiert sind. Ephiro, hast du gehört? Ich brauche deine Bestätigung. Ja, wohin? Bestätigung. Irgendwo hin. Dahin. Joa. Ist einfach durch die Minen gefahren? Ich glaube, der hat geleckt. Jetzt fährt er wieder zurück. Über seine Truppenkameraden. Bestätigen. 7,5. Ja, noch ein bisschen. Oh. Aber oh, sehr schön. Oh, okay. Haben Artilleriefunker gefunden. Ob ich den töten kann und seine Waffe klauen kann? Der läuft da so alleine. Sind immer zwei, glaube ich. Der läuft jetzt durch die Minen. Oh, doch nicht mehr. Kurz bevor er es auf die Landmine geschafft hat. Und bupp. Oh, oh. Nein. Seine Leiche ist noch. Alter, ich habe voll die Kommandos gefallen. Hinter mir. Jetzt werfen sie noch Rauch. Habe ich mal einen einfachen Schützen irgendwo? Ja, hier. Du siehst so aus, als wenn du Bock hast, meine Signalpistole einzusammeln. Ah, sehr gut. Danke, Lauf. Ferro. Lauf, Dimitri, lauf. Der ist aber noch weit gekommen hier. Also, ich muss ja schon sagen.
Lauf, Dimitri, wir brauchen diese Pistole. Ich meine, ich habe das schon mal probiert, ich bin mir aber nicht sicher. Nichts los aus der Infanterie hier. Nee, das ist ein blödes Haus. Ihr rumstet gleich. Wir gehen das in... Oh. Warum ist das denn... Oh ja. Oh, was ist denn das? Achso, oh, aber was ist denn das für ein lilaner Rauch? Schön lila. Ja, ich weiß nicht, ich hab ihn geklaut. So, jetzt kommt hier Mace Windu mit dem Lichtschwert und macht alle weg. Ja, genau. Ich bin gespannt, was da gleich runterkommt. Bestimmt wieder Rauch oder sowas. Sehr, sehr löblich, dass du es durchgegeben hast. Nee, ja, es ne? Ist sogar super bumm. Boah, ja, jawoll. Nein, nicht die Panzersperren, die waren teuer. Oh, sehr gestreut, sehr gut. Da schießt irgendwas. Yeah. Der Mädelwerfer. Mal direkt ein Bild von machen. Schade, dass sie kein... Die halten dann Fernglas, aber haben gar kein Fernglas. Finde ich immer blöd. Ja. Die sind direkt bei ihrem Wurfrahmen. Und das ist auch noch eine Artillerie. Ich glaube, da muss ich jetzt mal was drauf schicken. Das ist die taktische Augenverbesserung. Ja. Das ist so wie die Sonne fernzuhalten. Warum viel Infanterie ja, genau. Ist. Wir haben hier eine Pack. Genau. Unser Flieger was? Funktioniert nicht, glaube ich. Was? Send those light rockets our way? Was? Weiß ich nicht, habe ich noch nie gelesen. Ich habe gerade gar nichts gelesen. Unser Flieger. Ja, da ja, irgendwas Rotes. Bla bla, our way. Rache. Rache für Buenos Aires. Oh, bei mir rumpst es. Da haben sie es irgendwie... Oh, ein Signaler, oh. Ja. Ja. Boah, was? Warum ist das denn genau zwischen den Pionieren eingeschlagen? Das gibt's doch nicht. Alter, bei Black Eyes aber echt am meisten. Also, hier ist eine einzelne Granate eingeschlagen. Das kann doch nicht sein. Genau zwischen den Pionieren. Komm, ich guck mich. Nee, jetzt sind wir gerade den Mörser weg rum. Unfassbar. Ach, unser, Doppelkill. Boah, D34 ist am Brennen, glaube ich. Da lebt der immer noch. Nee, jetzt haben... Die haben den angezündet. Das gibt's doch nicht. Doch, du wirst bei Opel blitzt. Ja, ich seh schon. Bring mal den Mörser zu dir, ne? Er fährt schön über die Straße. Den anderen Mörser zu dir. Komm, wir stellen dich hier in den Graben. Hat sich ausgeblitzt. Komm schon wieder drumherum. Jetzt reicht's aber. Jetzt muss ich da was hinmachen. Ja, der Einschlag hat natürlich direkt den Graben, den Stacheldraht weggerissen. F4-Hero, jagt die mal. Ich mach da jetzt. Ich lass ein paar Infanteristen jetzt da hinten. Okay, ah, da können wir bauen weg. Jungs, lauf! Jagd wird jetzt. Die Jagd ist erjagt, nicht eröffnet. Ganz genau. Und der Decker hat den ganzen Spaß. Ja, hier ist richtig Halligalli. Dass sie gar nicht mit den Minenräumern kommen, ne? Ist auch komisch. Ja, sehr merkwürdig. Normalerweise lieben sie die Dinger ja und schicken gleich 30 davon. Aber jetzt kommt hier tatsächlich gar nichts. Sehr ungewöhnlich. Los, los, wir müssen stürmen! Einfach hin! Aber hier ist richtig Spielspaß, Spannung. Ja, ein paar mehr Gräben dazwischen schaufeln. Spannung und Kinderexplosionen. Ich meine, Granaten. Eine Überraschung und geben sie einen Schuss. Ganz genau. So, Mörser ist da. Muss den noch reinpacken hier. Aus dem Weg, aus dem Weg. Lass mich durch, ich bin Mörser. Der andere Mörser ist auch da. Ja gut, komm neben mich. Wir zusammen explodieren. Wo stehst du denn? Ja. Männergraben. Und dieser Baum da, wie oft hast du jetzt schon gegen den Baum da geschossen? Ist das dein Panther? Ja, ich Du weiß kannst ich ein bisschen nicht. Nach vorne fahren und mit der die Kuppe
Du stehst ja sowieso ein bisschen nicht gut. Ich muss mich gerade noch um andere Dinge kümmern hier. Wenn du ein bisschen an die Kuppe fährst, dann ist die Kanone was höher. Wir haben letzte Mission vergessen, den schweren Mörser mitzunehmen, wir Vollidioten. Also. Bin so froh, dass ich nicht alleine spiele. Sagen nicht alle Facepalm, Aldemar, Facepalm, Aldemar. Wie kannst du das übersehen, Aldemar? Ah, sehr gut. Schön. Oh. Das war etwas enttäuscht. Überraschend ineffektiv. Auf jeden Fall, ja. Da habe ich mehr erwartet. Er kommt auf Stufe 3. Du hast meine Leute aus dem, weil du den Mörser in den, sag doch was, ich kann dir da einen Mörser-Bunker hinbuddeln. Oh, tschüss. Das gibt's doch nicht. Irgendwas getroffen? Nee. Ich habe eigentlich extra hier Stacheldraht hingemacht, dass sie nicht wieder in den Totenwinkel kriechen, aber es scheinen sie trotzdem hinzukriegen. Endlich. Und den dann noch. Boah, wunderschön. Und er brennt. Boah. Oh, sehr gut. Wieder ein Opel-Witz und ganz viel. Ja, das ist jetzt irgendwie so ein Infanterie-Template. Ich habe kein. Oh, oh, mobile 8-8! Oh, oh. Terroristen 8-8. Okay, Terroristen 8-8. Alles bloß das nicht. Scheiße, hier ist außer Reichweite. Hier, schieß auf den Panther. Jupp. Da schießen wir zurück. War's, sehr gut. Schießt du mit Brandmunition in den Mörser? Ist ja der Hit. Das ist Phosphor, glaube ich. Richtig gut. Ich muss mein Muni-Ding da hinstellen. Welchen wagemutigen Helden hast du denn da hingestellt? Wo? Das Ping. Ist Sprengi, der Sprengige. Sprengi, der Sprengige. Ah, okay. Wer kennt ihn nicht? Lauf, Sprengi, der Sprengige! Er will unbedingt gucken, wie es explodiert. Boah, man. Sprengi, Sprengi. Der ist immer noch intakt, das gibt's doch nicht. Sag nicht, dass er meinen Tiger getroffen hat, Mensch. Tja. Magst du den Mörser aus dem Graben nehmen und den davor vorgesorgenen Platz platzieren? Ich brauche den Platz für das. Ja, Sir. Danke. Wir haben Fifi rollen, wir müssen den Graben wechseln. Ach, das ist ja gar nicht mit drin. Ich passe in keinen Graben. Ja, wohl wahr. Ein bisschen abnehmen dafür. Ah, jetzt haben sie Panzergeneräle vorher ausgeladen. Oh, da kommt ein Infanteriegeschütz. Weg mit dem Ding, ich hasse die Dinger. Ja, seit der letzten Mission etwas geschädigt. Ja, die haben einfach mein armes SDKFZ kalt gemacht. Ja, wie können sie nur? Was zu leide getan, also außer den paar Infanteristen da, aber fehlen nicht. Wir wissen, ob wir nochmal irgendwie was Krasses bekommen. Königstiger oder so. Bestimmt. Haben wir schon einmal gesehen. Ja, gesehen, aber niemand sonst. Hier ist abgestürzt. Es ist ganz zufällig abgestürzt bestimmt. Denken sich die genau. Meisten. Ja, ja, die haben bestimmt Angst gehabt und haben ausgemacht. Ja. Oh, was kommt denn da? Schade, ich hätte gehofft, die kommt mehr. Dein Mörser hat es nicht in den Graben geschafft. Er wehrt sich mit Händen und Füßen. Ja, das geht nur manuell. Ja.
Bis er den Baum gleich muss ich aufpassen, weil ich an Fefiros Fahrzeug vorbeifahre. Da stellen wir mal gleich Supply auszahlen ab, damit mein Munitions-LKW auch mit Munition ankommt. Fährst beim Fefiro vorbei, leer. Ja, direkt leer. Wird alles requiriert. Ja, ich bediene mich mal, jupp, und alles weg. Kirby's Dreamland. Ja. Ja, ich denke mal, das war's. Wenn jetzt nicht noch krasses kommt, war's das. Ja. Wahnsinn, ich habe nicht mal groß hier Verluste gehabt. So, also das Minenfeld auf dem Feld hier, ne? So mitten auf dem Feld und irgendwie so wie die Motten in die Lampe. Ja. Ach, du hast den ganzen Punkt leer gemacht mit deiner Munition. Ah, die Minenfelder sind deswegen nicht kaputt gegangen. Schon faszinierend. Ja, das stimmt. Mal leider nicht zu Minenräumen benutzen, das Teil. Enttäuschend. Ach, jetzt kommt er. Jetzt ein bisschen spät, ne? Wer? Ach, ich dachte gerade, ey. Jetzt Königssieger oder so. Nee. Minenräumpanzer. Und? Was ist das? Strombär kommt. Sturmpanzer 4. Der Brummbär. Sturmbär. Sturmbär. Sturmbärchi. Die sind die Sturmbärchis? Ja, die sind so fröhlich, ja. Wie die Sturmbärchis. Und da kommt halt eine Haubitze aus ihrer Brust und kein Herzchen. Genau. Kübel Rider. Buckel Rider. Das ist die etwas andere Kinderserie. Was ist denn mit Hannes los hier? Der steht da, der macht den was weiß ich was. Ich bin auch nicht tot, lauf! Ich bin nix. Nein, Bummi! Nein! Oh man, spring ihn. Okay, der Brummbär kommt zu mir. Ich glaube, der fährt aber vorher noch eine Mine. Ja, ja, könnte durchpassen. Ja, fährt genau durch. Ah, nee, doch nicht. Er hat noch die. Du hast noch mal die Chance. Nee, so wenn er auf dem Kurs bleibt, fährt er genau durch. Ah, er lenkt! Sehr gut! Oh, aber das sind aber Infanterieminen, oder? Ja. Oh ja, dann. Sich nicht unbeeindruckt. Toll. Komm schon, treff doch Tigi. Das war, glaube ich, sogar das Rohr. Ich glaube, es kann noch schießen, glaube ich. Boah! Okay, jetzt hat sich erledigt, glaube ich. Noch mehr Kübelrider, noch mehr Infanterie. Guck mal, die Kette ist gezogen vorm Dingens. Das brauchst du einen Jingle eigentlich, ne? Ja, eigentlich schon. Bis für die Soundmod, wenn man das Kübelwagen auswählt. Kübelrider! Der fährt dann nochmal so, die Kübelrider. Ja. Dann mit der Musik hörst du so ganz leise. Den Motoren-Sound einfach ersetzen. Ja. Die wollen es nicht lassen, die da packen. Nee, ne? Also, ich meine, dass sie da alle immer übers Wasser rennen. Oh, Kübel. Also, dieser MG-Graben hier, der hat so ein perfektes Blick als Sichtfeld auf diese Leute, die da über diese Brücke laufen. Boah, sehr schön. Das ist so wunderschön. Boah, also die Kübelrider explodieren immer am besten im Minenfeld. Also, wenn die auf eine Panzermine fahren, dann ist das direkt so in so einem Actionfilm mit Rampen, weißt du? Ja. Auf jeden Fall. Jetzt wollen sie aber hier flankieren, aber... Ja, noch 500 Punkte, dann haben wir gewonnen. Mein Bein! Oh, da war ein Opel Blitz. Hab ich gar nicht gesehen. Oh, 15 cm Infanteriegeschütz. Ich habe daneben geschossen und trotzdem jemanden getötet. Das heißt, ich habe nicht daneben geschossen. Ah doch, ich hab getroffen. Daneben ist auch ein Treffer, nicht daneben ist auch vorbei. Ja.
das gibt's ja nicht. Mehr Panzergeneriere hier. Für mich sind alle Panzergeneriere im SCKFZ-7. Ich meine, der hat 200. Mit dem 15 cm zwei Leute aus dem Panther rausgeschossen. Ist ja sogar noch ein Schussreichweite gekommen. Ja, der ist getroffen worden ein paar Mal, aber er hat halt immer wieder weitergeschossen. Da kommt noch mehr. Oh, hier ist ein schwerer Mörser, den müssen wir mal erobern. Ne, ist auch nur 8 cm. Hä? 8 cm? Aber ich glaube, der hat einen anderen. Der hat einen anderen. Wumms. Der hat einen anderen. Der hat an. Der hat an. Ja, der hat an. Der hat an. Jo, der MG-Schütze in dem Bunker ist Level 14. Nice. Junge, Junge, Junge. Nietzsche. Wie, der hat ein Fahrzeug zerstört mit dem MG? Wahrscheinlich okay. Ein LKW. Ja, bestimmt. Ne, der ist so krass, der vernichtet Panzer mit MGs. Krass zu einem Tiger. Achso. Da kommen sie! Feuer! Also das ärgert mich ja, dass er es geschafft hat, zwei Leute aus dem Panther rauszuschießen. Der Lümmel. Sei froh, dass nicht mehr passiert ist. Ja. Das auf jeden Fall. Das MG ist so ungenau, das gibt's ja nicht, ey. Die sind alle so ungenau. Hin? Lebt la 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 la. Bei deren Glück treffen sie gleich wahrscheinlich genau in die Mitte meiner Soldaten. Verstecken sich zwischen ihren Leichen. Ekelhaft. Ekelhaft. Hm? War das? Der Soldat. Oh, das war der Mörser. Der Soldat von dem Mörser. Ich schieße ihn an, bin mit der Kamera da ganz dicht und er so ganz leise. Oh nein! Er ist getroffen! Tja, wir können raus, glaube ich. Ja. Aussammeln wollen wir nix. Genießen wir noch einmal das Schlachtfeld. Genau. Also, du siehst so eine Todeszonenlinie, wie die ganzen Wracks stehen. Ja. Das ist direkt, wo das Schussfeld angegangen ist. Meine Güte. Tja, aber wenn die jetzt mit mehr Fahrzeugen gekommen sind, sieht das jetzt schon wieder anders aus. Wahrscheinlich, ja. Das stimmt. Oder Flugzeugen. Die kommen immer manchmal, wenn der Spieler ist zu weit ohne Verluste, Flugzeuge, bumm, alles weg. Ist immer die Ultimativlösung. Ja. Gut, ja. Dann gehen wir mal raus. Ja, mach mal. Ja, das sieht doch solide aus, wa? Wir sind jetzt bald schon wieder bei der nächsten Stage. Also, wir sind, glaube ich, bald sogar ein Level wieder weiter. Ich muss mal gucken. Ui. Das sind, glaube ich, noch 4 Missionen oder so, oder? Also, Angriff, Verteidigung, Angriff, Verteidigung. Man müsste sagen können, ob man einfach eine Verteidigung überspringt und einen Gegenangriff angeht, dann hat man irgendwie doppelte Feinde. Das wäre geil, weißt du? Überspringende Verteidigung für einen Angriff. Guck mal, Munition haben wir nur 625 bekommen. Das ist auf jeden Fall sehr bitter. Ne. 2700 Kohle, da haben wir aber bei Munition besser abgesahnt. Jo, 5400 Munition haben wir jetzt übrig, die wir blechen müssen. Und davon war der Sturmtiger alleine 1200 jetzt, die wir aufrüsten müssen. Ich glaube, ich risse ihn nicht auf. Da muss er dafür 4 Euro scrappen gehen. Ja, alles gut. So, wir haben jetzt, achso, ich guck mal hier gerade bei Select Mission, damit das alle sehen. So sieht's aus. Wir haben noch, doch. Es ist noch ein Angriff und eine Verteidigung. Ich glaube, da müssen wir es eigentlich haben. Ja. Da müssen wir als nächstes wahrscheinlich Geld machen. Muni. Entschuldigung, Schluck auf. Aber das sind immer so viele Scheißkarten. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen.
Ja, Research. 10 Punkte. Dann, der Archie auch gesagt, die 203 mm. Und danach ist es noch die 280 mm. Aber die schießt halt sehr langsam, ne? Also das ist natürlich... Ja, aber auf Katyusha wollten wir nicht gehen, haben uns geeinigt. Jetzt haben wir noch 4 Punkte. War da noch irgendwas? Ist das hier eigentlich der schwere Mörser mit dem Gestell auch? Der 120 mm Mörser? Ich glaube, das ist der schwere, ja. Das ist ja praktisch ein Artilleriegeschütz von 120, vom Kaliber her. 120 mm. Ich glaube, also ich würde den nicht tragen wollen, sagen wir es mal so. Ja. Mountain Rifles, was haben die denn? Ich weiß nicht. Achso, wir wollten die Panzerabwehrsoldaten pimpen, ne? Genau. Ja, genau. Ja. Die sind cool zum Auffüllen, glaube ich. Hier ist noch Gren Rifleman. Das gibt's ja auch. Gren oder Bren? Grenadier, Gewehrgranaten, Schießbechermörder. Oh nein. Die Schießbechermörder, gut, dann machen wir das so. Gut, dann müssen wir jetzt hier ein bisschen sortieren, liebe Leute. Wir haben die Artillerie, aber ich glaube, der Fefero bleibt jetzt erstmal bei seinem Sturmtiger. Zumindest für den nächsten Angriff, da lohnt es sich auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Verteidigung können wir ja nochmal sehen. Stimmt, Verteidigung ist nicht so optimal. Gut, dann bis zur nächsten Folge, liebe Leute. Danke fürs Zuschauen, haut rein. Tschüss. Liebe Genossen und Genossinnen. Thank you.